Mit wachsendem Verkehrsaufkommen steigen die Unfallrisiken im Straßenverkehr an. Es ist wichtig, dass der Fahrer durch präzises Einhalten des Fahrstreifens zum sicheren Verkehrsablauf beiträgt. Der Fahrstreifen ist der Teil einer Fahrbahn, den ein mehrspuriges Fahrzeug zum ungehinderten Fahren im Verlauf einer Fahrbahn benötigt. Ungehindert bedeutet, zur Breite des Fahrzeuges muss ein Sicherheitsabstand an beiden Fahrzeugseiten hinzugerechnet werden. Zum Fahrbahnrand oder den dort geparkten Fahrzeugen sollte ein Sicherheitsabstand von 1 Meter nicht unterschritten werden. Beim Überholen, besonders bei Radfahrern, muss der seitliche Abstand auf etwa 1,50 Meter vergrößert werden. Auf der linken Fahrzeugseite ist ein Sicherheitsabstand zum Gegenverkehr notwendig. Vor allem bei unübersichtlichem Straßenverlauf haben das Rechtsfahrgebot und eine langsame Fahrweise besondere Bedeutung. Fahrstreifen werden markiert durch die unterbrochene Leitlinie oder die durchgezogene Fahrstreifenbegrenzungslinie. Die Fahrstreifenbegrenzungslinie begrenzt den für ihre Richtung bestimmten Fahrstreifen und kann auch aus einer Doppellinie bestehen. Sie darf weder überquert werden, noch dürfen Sie über ihr fahren. Auf Fahrbahnen mit 4 oder mehr markierten Fahrstreifen sind die beiden linken ausschließlich dem Gegenverkehr vorbehalten. Sie dürfen daher auch nicht zum Überholen benutzt werden, selbst dann nicht, wenn in der Mitte die Leitlinie markiert ist. Allerdings dürfen dann die Fahrstreifen des Gegenverkehrs, zum Beispiel beim Linksabbiegen, überquert werden. Sind auf einer Fahrbahn, auf der der Verkehr in beiden Richtungen fließt, insgesamt 3 Fahrstreifen markiert, darf der äußerste linke Streifen nicht zum Überholen benutzt werden. Wenn Sie überholen oder sich zum Linksabbiegen einordnen wollen, dürfen Sie jedoch den mittleren Fahrstreifen dazu benutzen. Auf den Fahrbahnen außerhalb der Ortschaften gilt für sämtliche Fahrzeuge grundsätzlich das Rechtsfahrgebot. Zum Beispiel auf der Autobahn mit 2 markierten Fahrstreifen für Ihre Richtung dürfen Sie nur so lange im linken Fahrstreifen fahren, wie Sie brauchen, um einen Überholvorgang zu beenden. Das ständige Fahren im linken Fahrstreifen ist ein Verstoß gegen das Rechtsfahrgebot und provoziert letztlich das gefährliche und verbotene Rechtsüberholen. Sind außerhalb der Ortschaft 3 oder mehr Fahrstreifen für eine Richtung markiert, dann darf der mittlere bzw. 2. Fahrstreifen von rechts durchgängig befahren werden, auch wenn nur hin und wieder ein Fahrzeug auf dem rechten Fahrstreifen fährt. Jedoch müssen Sie die Verkehrssituation richtig einschätzen. Je besser sich das Verkehrsaufkommen auf sämtliche vorhandenen Fahrstreifen verteilt, umso leichter kann der Verkehr fließen. Fahren Sie also so oft wie möglich im rechten Fahrstreifen. Auf dem äußersten linken Fahrstreifen der Autobahn dürfen LKWs mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 2,8 Tonnen und Züge mit mehr als 7 Metern Länge nicht fahren. Sind Beschleunigungsstreifen markiert, dann darf dort von Fahrzeugen, die sich einfädeln wollen, schneller gefahren werden, als in den durchgehenden Fahrstreifen gefahren wird. Das ist auch in den Fahrstreifen erlaubt, die von der durchgehenden Fahrbahn abgehen. Vom Beginn der breiten Leitlinie an dürfen dann die Abbieger schneller fahren als die Fahrzeuge, die auf der durchgehenden Fahrbahn weiterfahren. Das gilt aber nicht für Verzögerungsstreifen im Bereich der Ausfahrten. Nur wenn innerhalb der Ortschaft mehrere markierte Fahrstreifen für eine Richtung vorhanden sind,
dürfen Fahrzeuge bis 2,8 Tonnen zulässigen Gesamtgewichts den Fahrstreifen frei wählen. Dann darf im rechten Fahrstreifen auch schneller als links gefahren werden. Die Lkw-Fahrer mit ihren Fahrzeugen über 2,8 Tonnen dürfen den linken Fahrstreifen nur benutzen, wenn sie sich dort zum Linksabbiegen einordnen oder überholen wollen. Fährt ein Lkw vor Ihnen im linken Fahrstreifen, müssen Sie damit rechnen, dass er wieder nach rechts überwechselt. Indem Sie vorausschauend fahren, werden Sie Hindernisse, die Ihre Weiterfahrt behindern, früh genug erkennen und können den Fahrstreifen rechtzeitig wechseln. Stockt der Verkehr, geht die größte Gefahr vom Querverkehr aus. Verlassen Sie sich nicht darauf, dass Ihr Fahrzeug immer rechtzeitig gesehen wird. Bei paarweisem Abbiegen sollten Sie die Fahrzeuge im Nebenfahrstreifen aufmerksam beobachten und selbst den Fahrstreifen präzise einhalten. Bedenken Sie, dass für längere Fahrzeuge und für Fahrzeuge mit Anhänger der Platzbedarf in Kurven größer ist. Richtungspfeile auf der Fahrbahn empfehlen, sich frühzeitig einzuordnen. In Verbindung mit der Leit- oder Fahrstreifenbegrenzungslinie werden diese Bodenmarkierungen auf der folgenden Kreuzung oder Einmündung zum Fahrtrichtungsgebot. Nur vor der Kreuzung dürfen Sie den Fahrstreifen noch wechseln, solange die Leitlinie das zulässt. Durch Pfeile auf den Wegweisern kann die Anzahl der weiterführenden Fahrstreifen angezeigt werden, um auch ortsfremden Fahrern das Einordnen zu erleichtern. Ein gekennzeichneter Sonderfahrstreifen ist den Omnibussen des Linienverkehrs vorbehalten. Auch Taxen dürfen ihn benutzen, wenn das durch das Zusatzzeichen erlaubt ist. Dieser Sonderfahrstreifen darf von Ihnen überquert werden, wenn das Abbiegen gestattet ist oder Sie wie hier einen Parkplatz erreichen wollen. Wenn Sie den Fahrstreifen wechseln, muss eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen sein. Jeden Fahrstreifenwechsel müssen Sie mit dem entsprechenden Fahrtrichtungsanzeiger vorher rechtzeitig ankündigen. Bedenken Sie, dass zwischen dem Blickfeld Ihrer Augen und dem Blickfeld der Spiegel links und rechts vom Fahrzeug tote Winkel vorhanden sind, in denen ein Fahrzeug im Nebenfahrstreifen zeitweise völlig verschwinden kann. Zur Absicherung vor dem Fahrstreifenwechsel müssen Sie also mit Schulterblicken in die toten Winkel hineinsehen. Danach den Blinker einschalten und den Fahrstreifen wechseln. Dem Innenspiegel können Sie das Fahrzeug im rechten Fahrstreifen jetzt nicht mehr beobachten. Also vor dem Fahrstreifenwechsel nach rechts ebenfalls den Schulterblick anwenden. Im dichten Straßenverkehr unserer Städte kommt es immer wieder vor, dass Fahrer den Fahrstreifen zu spät wechseln. Für die richtige Wahl des Fahrstreifens kommt es also auch darauf an, dass man sich als Fahrer vorausdenkend darauf einstellt, an welcher Kreuzung oder Einmündung abgebogen werden soll. Und man sich rechtzeitig in den dazu passenden Fahrstreifen einordnet.
Bei paarweisem Linksabbiegen fährt man im rechten Fahrstreifen, wenn man plant, anschließend nach rechts abzubiegen. Das Fahren in Fahrstreifen steht auch im Zusammenhang mit verkehrsregelnden Maßnahmen. So können für jeden Fahrstreifen separate Wechsellichtzeichen gegeben werden. Lassen Sie sich von anfahrenden Fahrzeugen im Nebenfahrstreifen nicht mitziehen, wenn die Fahrt für Ihren Fahrstreifen noch nicht freigegeben ist. Dauerlichtzeichen über den Fahrstreifen sollen die verschieden starken und zu verschiedenen Tageszeiten auftretenden Verkehrsströme entflechten. Auch Geschwindigkeitsanordnungen können für jeden einzelnen Fahrstreifen getroffen werden. Sind außerhalb der Ortschaft mehrere Fahrstreifen für eine Richtung markiert, ist die sonst geltende Geschwindigkeitsbegrenzung für Kraftfahrzeuge bis 2,8 Tonnen aufgehoben. Hier dürfen Sie schneller als 100 km pro Stunde fahren. Endet ein Fahrstreifen, ist dieser Bereich meist durch Geschwindigkeitsbeschränkung und Überholverbot abgesichert. Ermöglichen Sie den Fahrzeugen vor Ihrem Fahrzeug den Wechsel auf den weiterführenden Fahrstreifen. Auch an anderen Straßenstellen, wo ein Fahrstreifen endet oder ein Engpass entstanden ist, sollen sich die Fahrzeuge im Wechsel auf den weiterführenden Fahrstreifen einordnen, also das Reißverschlussverfahren anwenden. Durch eine umsichtige und defensive Fahrweise tragen Sie zum sicheren Fahren in Fahrstreifen bei.